Hallöchen, Popöchen, willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Mekko. Wir spielen heute wieder das wunderschöne Spiel Sea of Stars. Und wir sind dabei, den Riesen wieder zu befreien, der versteinert ist. Und ich bin gespannt, wo uns das Ganze hier hinführt, denn wir kämpfen die ganze Zeit gegen irgendwelche komischen Kacki-Viecher. Ist ein bisschen schwer zu sagen, was hier passiert, aber wir lassen uns mal überraschen. Schon wieder. Der nimmt das A einfach nicht. Wann soll ich ihn drücken, du Pissnelke? Ach, Mann, oh. So, einfach ausradiert. Er lebt noch. Aua. Snake, boah. Wie viel Leben hat der denn? So. Jetzt machen wir den hier. Tschüss. Oh, schmeckt. Schmeckt und schmerzt. Und Level up. So. Da machen wir wieder einen Mana-Punkt mehr. Die kriegt schon automatisch zwei mehr. Schwer zu sagen, was ich will. Noch ein Siegel. Jemand wollte das hier unbedingt wegschließen. Viel sehen tut man hier nicht, ja? Müssen wir da drüben das Ding noch aktivieren, aber... Ah, hier kommt man einfach hin. Toll. Das war jetzt nicht gut versteckt, oder? Achso, das sah aus, als würde es auf dem Boden liegen, Alter. Toll. Ich dachte, das wäre wirklich... Es lägt so auf dem Boden und würde sich öffnen wie so ein Gullideckel. Was ist das hier? Ha. Da den haben wir schon mal wegfrittiert. Haust du dem einen rein. Das komische Fleischschild, Alter.
So viel Leben, Alter. Junge, Junge, Junge. Jetzt ruft gerade Melli an. Oder auch nicht. Doch, sie ruft nochmal an. Sekunde. So, da bin ich wieder. Okay. Es wird doch oben lang, scheinbar. Habe ich nie aufgepasst. Er hat noch so viel Leben. Versuchen wir es mal schnell so. Und vielleicht treffe ich jetzt da auch mal was. Einmal. Aber die, bei ihr tut das nicht so weh. Also sie macht nicht diesen Magieschaden wie die anderen. Sehe ich gerade. Okay. Ne, das bringt also auch nichts. Eigentlich wollte ich das aufheben, aber na egal. Oh, die trifft auch beide damit, okay. So muss das sein. Aha. Grünes Blatt gefunden. Das ist aber wirklich wasted. Das ist doch eine Falle. Was sind das da für Ärsche? Da kommt ein Ärsche aus dem Boden. Sail? Ja. Siehst du auch einen Haufen pelziger kleiner Hintern? Ja. Hallo, Madame.
Wow, ihr seht ja alle sehr gesund aus. Ist das ein Schwert? Hey, du bist wie dieser andere Typ. Er konnte winzige kleine Sonnen verschießen. Er meinte, er würde unsere Mutter retten. Dann ging er einfach. Wie unhöflich. Sei nicht unhöflich, Sonnenjunge. Was ist denn hier los? Ha, können wir einen behalten? Was ist mit eurer Mutter passiert? Sie ist unten. Wir lieben sie so sehr. Sie sagt, wir können wegen des Monsters nicht zu ihr. Also starren wir sie von hier oben an. Sie ist so schön. Früher liefen wir über die ganze Insel. Ich vermisse die Wolken. Gibt es Wolken immer noch? Hey, klingt, als würden sie von der Gorilla-Matriarchin reden. Aber Teeks meinte, alle göttlichen Geister wären vor langer Zeit vom Flashmancer zerstört worden. Der Direktor sprach ebenfalls davon. Er meinte allerdings, man hätte sie vernichtet oder geerntet. Die Jungtiere sind also Nahrung für den Eremiten. Wieso hat unser Orden nichts dagegen unternommen? Wir versiegeln einfach den Berg und tun so, als wäre nichts passiert? Hey, ist es unhöflich, unter sich zu reden. Tut das nicht! Wir werden eure Mutter helfen und euch alle rausholen! Wirklich? Das wäre toll. Wir könnten wieder über die Insel laufen. Oder sie kehren niemals zurück wie unsere Geschwister. Ich glaube, das Monster hat sie gefressen. Ich glaube, sie haben ein schöneres Zimmer gefunden und wollen das für sich allein haben. Wie unhöflich, nicht zu teilen. Wir kommen immer wieder, versprochen. Beenden wir diesen Wahnsinn. Beenden wir diesen Wahnsinn, das sehe ich aber auch so. Ah, Gorillalei. Überall Gorilla-Popos. Hä? Das ist doch der Eingang. Verwirrend. Müssen wir da lang? Hier geht's lang. Hä? Wir müssen eine Gorilla-Mama retten. Oh, die arme Gorilla-Matriarchin, du lebst. Ihr hättet nicht kommen sollen. Das Böse an diesem Ort ist selbst für Krieger der Sonnenwende zu übel. Was ist mit dir passiert? Ich wurde Opfer des letzten Angriffs des Flashmancers auf diese Welt. Bevor er ging, platzierte er eine Saat des Bösen in den Tiefen dieses Berges und fesselte mich hier, damit meine Kinder stets in der Nähe wären. Dieser Unhold. Ich bin dazu verflucht, hilflos dabei zuzusehen, wie sie vom stetig wachsenden Eremiten der Qual verschlungen werden. Und da ihr unschuldiger Verstand so leicht kontrolliert werden kann, flehe ich umsonst. Welch schreckliches Schicksal. Wieso haben wir davon nichts gewusst? Sicherlich hätten wir unsere Vorgänger von der Anwesenheit eines göttlichen Geistes oder gar eines Eremiten berichtet. Alles hängt mit dem Fluch dieses Ortes zusammen. Er sollte das perfekte Versteck sein. Erinnerungen, die im Berg entstehen, bleiben ihm auf ewig enthalten. Die Krieger der Sonnenwende waren hier, doch immer wenn sie Verstärkung holen wollten, blieb ihre letzte Erinnerung nur ein lebendes Gefühl des Schmerzes. Sie konnten lediglich den Berg versiegeln und niemals zurückkehren. Es tut mir so leid. Sie hätten nicht viel tun können, nicht einmal wenn sie eine Läuterung geplant hätten. Wir sind so tief im Versteck, dass das Licht der Sonnenfinsternis niemals eindringen und den Eremiten verwundbar machen könnte. Es muss einen Weg geben. Eure Pflicht gegenüber der Welt hat Vorrang. Bitte versiegelt den Berg erneut und geht. Sale und ich werden kämpfen. Ich kämpfe ebenfalls. Diesmal sitze ich nicht bloß rum. Okay, der Seelenbindungstrank bewahrt unsere Erinnerung, doch das nützt uns im Kampf nichts. Und das Amulett der Sonnenwende sollte auf den Eremiten reagieren, doch das Licht der Sonnenfinsternis wird hier niemals eindringen. Ich habe einen Plan. Geht und löst die Sonnenfinsternis aus. Okay. Zerai hat die Gruppe verlassen. Na toll. Okay, es gibt kein Zurück mehr. Muss mal ganz kurz was gucken. Sekunde. So. Jetzt aber. Gut, dann lass uns in den Strudel. Ich will dem Ding den Arsch versohlen. Kann man das mitnehmen? Das sieht lecker aus.
brauchen wir hier gerade im Blut? Hey, das ist ein Gorilla-Baby. Hey, hier, kleiner Kerl. Hey, ich will zu meiner Mama. Sie ist dort drüben. Komm, wir bringen dich hin. Ich denke, sie ist dort. Ich glaube, ihr lügt. Bitte komm mit uns. Wir haben mit ihr gesprochen. Sie sorgt sich. Weshalb lügt ihr? Ich will meine Mama sehen. Lasst mich in Ruhe. Halt! Wieso verspeist du uns nicht zum Mittagessen, du Ekel? Das Amulett reagiert. Ich fühle die Sonnenfinsternis. Sarai, was auch immer du tust, tu es schnell. Kopf hoch. Eieieiei. Komm, dann knall ich dem direkt einfach mal. Okay. Okay. Nochmal okay. Aua. Ding Bong. Sinnlos, wir brauchen mehr Licht. Macht Platz. Das nenne ich mal Portal. Tut mir leid, ich komme spät. Schon gut, Sarai. Erledigen wir dieses Ding. Aua. So, warte, wir haben jetzt 3 Angriffe. Wenn ich jetzt tausche, darf ich dann trotzdem? Ja, ich darf trotzdem, okay. Aber ich kann nicht mit ihr 2-mal angreifen. Oh Gott. Ja, genau hier. Die Hände angreifen. Du bist zum Heilen da. Schallschmerz. Oha. Hätte ich gewusst, ne? Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich ihn nicht zum Tank gemacht, sondern zum Heiler. Ich muss erstmal den einen Arm platt machen. Der Sonnenwendenschlag, der bringt gar nichts. Da behalte ich lieber meine Kombo-Punkte. Bauchschmerz. Ah, guck mal, das tut trotzdem weh. Oh, man kann das so koppeln. Thank you.
Das ist natürlich geil. Oh, Sonnenrang. Der Arm ist, glaube ich, kaputt. Kann das sein? Der Arm ist kaputt. Oh, der Arm auch. Ultimativ, Junge. Kanonen der Abendlichen. Du wirst wahrscheinlich nochmal aufstehen, ne? Das dachte ich mir. Wenn ich jetzt zwei Dinger hinkriege, dann ist er wieder geblockt. Jetzt nochmal hier deinen Arm abgetrennt, Junge. Bam! Schallschmerz. Mondklinge. Aber heftig. Einmal heilen. So, machen wir nochmal. Hat der Meldet. Tja, hast deinen Arm wieder verkrüppelt, hä? Mann! Ich will mal so einen hier. Oh, Alter, kriegt einen Sichelbogen in die Fresse.
drüben. Seit 1000, Alter, einfach, ne? Könnten ihn jetzt blocken. Tun wir auch. So. So, gibt es dem jetzt ein paar? Jetzt überlege ich gerade, ob Sarai ihren Ulti macht. Ich glaube nicht. Machen lieber hier so eine Combo nochmal den Sonnerang. Ist eine Gratis-Combo in dem Moment, verstehst du? Also ein Gratis-Zauber, der Aua macht. Eieieiei. Wir müssen jetzt mal ein bisschen so draufhauen, dass wir ein paar Punkte hier liegen haben für jetzt. Das war also gar nicht so unklug. Sonnenregen. Vielleicht gar nicht so schlecht. Ha! Immer noch nicht. Alter, noch eine dritte Runde, ja? Uiuiuiui, okay. Oh, da war's. Geschafft, guter Gedanke, Sarai. Jetzt müssen wir den Kern zerstören. Gemeinsam. Bereit, die Materialien zu befreien? Allerdings. Du schuldest uns nichts, Matriarchin. Ach, das ist doch das Mindeste. Es dauert nur einen Moment, den Wächter zu reparieren, und mit seinem Prisma könnt ihr finden, wonach ihr sucht. Mama, dürfen wir jetzt über die Insel laufen? Allerdings, Liebling, tatsächlich müssen wir genau jetzt zum Wächter laufen. Mama, dürfen wir schwimmen gehen? Erst müssen wir den Wächter aussuchen, dann gehen wir ins Wasser.
Wächterwasser. Hey, wie schnell könnt ihr dem Wächterwasser sagen? Wächterwasser, Wächterwasser, Wächterwasser. Ah, Gott, jetzt fangen wir alle an. Wächterwasser, Wächterwasser, Wächterwasser. Ah, Mann. Prisma des Wächters ist also der Schlüssel. Sehen wir mal hier nach. Mooslager. Mooslager. Das ist jetzt nicht sonderlich schwer. Man sieht, wo der Rand ist. Ich habe dich auch gesehen, Freundchen. Fiole der Zeit erhalten. Das ist sie. Bringen wir sie zu Reshan. Okay. Ja, ab in die Archive. Reshan, wir haben die Fiole. Das mag euch so erscheinen. Wir müssen sicher gehen, dass es kein Imitat ist. Gal, würdest du sie bitte gegen die Wand schleudern? Ich. Mit aller Kraft. Das hält sie aus. Ich hoffe es. Nun, okay. Wow. Fiole der Zeit, was habe ich dich vermisst? Danke, dass ihr meinen wertvollsten Besitz zurückgebracht habt. Ihr habt Mut bewiesen. Halte besser deinen Teil der Abmachung ein. Keine weiteren Aufträge mehr. Oh, zweifelt nicht daran. Ich komme mit euch. Hä? Doch mein Kodex ist streng, es gibt also Regeln. Erstens, ich darf euch im Kampf unterstützen, aber nicht für euch gewinnen. Meine Kraft wird daher eurer entsprechen, sie aber nicht überschreiten. Warte, du willst wirklich? Zweitens, nur ihr vier dürft meine wahre Identität kennen. Ihr sollt mich ausschließlich Reshan nennen und vor allen Dingen niemals als unsterblichen Alchemisten bezeichnen. Verstanden. Dann sollten wir wohl in Teeks Gegenwart vorsichtig sein, hä? Drittens, und besonders wichtig, ich darf unter keinen Umständen einen Eremiten bekämpfen. Falls es zu einem Gefecht mit einem Eremiten der Zwietracht kommt, müsst ihr diesen Kampf allein bewältigen. Verstanden. Wollen wir aufbrechen? Reshan? Ja? Kannst so nicht gehen, dein Gewand ist völlig zerfetzt. Oh. Ja. Wenn die Leute nicht erfahren sollen, dass du unsterblich bist, solltest du vielleicht nicht unbedingt jahrtausende alte Kleidung tragen. Klingt vernünftig. Wow. Besser? Absolut. Also, dann geht voran. Mesa Island liegt im Nordosten. Es ist die Insel mit dem riesigen Steinkopf. Reshan, der unsterbliche Alchemist, hat sich der Gruppe angeschlossen. Schön, dich kennenzulernen, Teeks. Ich bin auch eine Art Reisender. Reshan, was? Du stellst also Tränke her?
Oh, das könnte man so sagen. Moment mal. Du hast mehr zu bieten. Hm? Verstehe. Keine Sorge, ich sag's nicht. Könntet ihr das tun? Hä? Wenn ihr niemanden meine wahre Identität nennt, erzähle ich euch eine Geschichte, ja. Versprochen, einfach nur kurz hier stillstehen und... Wow, danke. Hey, wir haben uns eben gefragt, was wir mit der Glaskuppel tun sollen. Du kannst es als Gewächshaus benutzen. Komm, ich zeig dir wie. Der Tränketyp kann gerne bleiben. Miss Island, was? Das ist unser Ziel. Ei, ungefähr nördlich von hier. Großer Steinkopf, kann man nicht verpassen. Stell dich einfach an Steuer, wenn du bereit bist. Das schaffen wir. Bin mal gespannt, ob wir die anderen ganzen Sachen da irgendwie später noch aufkriegen. Ist das die hier? Nee. Die mit dem Steinkopf, einen weiter noch. Die hier. Mesa-Höhe. Mhm. Nun, 150 Jahre sollten reichen. Morgen, Kuka. Meister, seid ihr hier, um meine Arbeit zu überprüfen? Wie ihr seht, war ich nicht untätig. Ich weiß deine Hingabe zu schätzen. Hab Dank, Meister. Das Wasser ist deutlich gestiegen. Wie lange habe ich geschlafen? Irrelevant. Eofor ist vor langer Zeit fort und seine Akolyten haben den Großteil ihrer Kräfte eingebüßt. Es wird sobald nicht wieder geschehen. Ich verstehe, wie kann ich helfen? Diese Leute sind deine Freunde. Ich verstehe. Ihr seid dran. Hey, Kuka. Sei gegrüßt, Freund. Kannst du uns irgendwie helfen? Meine Pflicht ist es, Miss Island auf exakt dieser Höhe zu bewahren. Alles, was mich von dieser Aufgabe abhält, werde ich gerne tun, Freund. Nun, könntest du die Barriere entfernen, damit wir auf die Insel können? Ich kenne sicherlich das böse Schloss, das dort liegt. Dorthin würde ich keinen Freund schicken. Dennoch müssen wir dorthin. Oh, ich schicke meine Freunde nicht ins Verderben. Ich weigere mich. Guten Morgen, Kuka. Oh, Meister, seid ihr hier, um meine Arbeit zu überprüfen? Wie ihr seht, war ich nicht untätig. Ich weiß, deine Hingabe zu schätzen. Danke, Meister, wie kann ich helfen? Diese Leute sind Abenteurer auf einer wichtigen Mission. Sie brauchen deine Hilfe. Ich verstehe. So was nochmal. Mhm, dasselbe? Bitte. Hallo, Kuka. Sei gegrüßt, Abenteurer. Hast du meine Brüder Zotol und Yid schon getroffen? Ich bringe euch unverzüglich zu ihnen. Segelt einfach in meinen Mund und wählt ein Ziel. Das ist okay, das klingt nützlich. Aber fürs Erste müsstest du erst einmal die Barriere auf der Insel entfernen. Verstehe, einen Moment bitte. Ach, das war dieses komische Milchige, was wir gesehen hatten, ne? Das da. Ah ja, verstehe.
Dankeschön. Na bitte. Danke, Kurka. Gewiss, gute Reise, Abenteurer. Dann mal nach oben. Du gehst vor. Wie er mich anguckt. Kurka, das ist schon ein bisschen gruselig. Herbsthügel. So, wir sind bei 41 Minuten. Ich mache hier einen Cut. Lasst einfach ein bisschen Liebe da. Däumchen hoch, kommentieren und vor allen Dingen abonnieren. Und dann sehen wir uns, wenn es weitergeht. Ciao.